Jungs, schön, dass ihr im Start seid zum neuen Video. 10 Jahre ungefähr nicht da gegessen und heute ist es soweit. Ich dachte mir anlässlich zu dem Skandal bei Burger King, wäre das jetzt genau der richtige Moment. Und einfach mal jetzt stichprobenartig checke ich hier einen Burger King an der Raststätte ab und gehen danach zu McDonald's und machen mal den direkten Vergleich. Wo ist geiler, wo ist frischer, wo ist besser? Viel Spaß beim Video, Leute. Falls euch das Video gefällt, lasst es mich gerne mit einem Daumen oben wissen. Und jetzt gehen wir erstmal in Burger King rein und machen wir einen direkten Vergleich. 3 Burger und Pommes. Ahmed, bestellst du was Schönes? Also Leute, unsere Beute. Ich werde natürlich auch jeden Burger bewerten und dementsprechend natürlich auch dann bei McDonald's. Werden zwischendurch dann rüber switchen und es wird natürlich auch eine Antwort auf das ewige Hin und Her, welche Pommes sind besser, werde ich meine Meinung natürlich auch zum Besten geben. Also ihr kriegt den komplett Rundumschlag zwischen diesem ewigen Krieg, was jetzt besser ist, Burger King oder McDonald's, kriegt ihr natürlich von mir. Und es geht los mit dem Classic Cheeseburger hier bei Burger King. Also ich würde mal sagen, bei Burger King sind generell alle auf Alarmbereitschaft. Ich glaube, hier wird gerade alles gegeben. Mal schauen wir einfach mal. Das ist damals wie heute. Gerade sehr prägnant, sowieso dieser Senf, dieser giftige Senf zusammen mit den Gurken. Nur dieses gewisse Ketchup-Feeling. Am Ende des Tages, diese Dinge habe ich früher gegessen, wo ich keinen Cash hatte. Da war 1 Euro, war immer drin, konnte man sich holen. Ob nach dem Vollsuff oder nüchtern, scheißegal. Mittlerweile 2 Euro das Ding. Also am Ende des Tages ist das nichts, das muss man sagen. Es ist trocken, es hat nicht besonders viel das Fleisch, es ist einfach nur ein plattes Stück Fleisch. Tiefgekühlt, aufgewärmt. Hat auch dieses gewisse Grillaroma, sage ich mal. Irgendwo da mal meint sich das einzubilden, hier bei Burger King. Es ist immer noch besser als so ein billig Mikrowellenburger, den ich schon manchmal Restaurants gesnackt habe oder letztens bei mir in Hamburg im Phoenix Center. Aber es ist immer noch ein schlechter Burger, das muss man einfach sagen. Gehen wir mal rüber zu McDonald's einmal und dann kriegt ihr hier mal eine Bewertung. Ich denke mal kurz einmal nach. So, Archie, Bestellung, wa? Du hast also Schreiben bei Pommes vegan hin. Fehlt noch glutenfrei. Oh, bitte. Wir haben unsere Tash hier. Ich sag mal nur so. Wartezeit. Hier ging es echt schnell, aber da war auch nicht wenig los, ne? Gucken wir mal. Wir machen jetzt hier drüben, wie bei Burger King, erstmal schön den Cheeseburger. Ahmed, bitte schon mal deine Aufnahmen hier. Ich denke mal, das wird hier auch Tagesform sein, Leute. Mal ist ein Text, mehr Soße drauf, mal weniger. Ja, ist tatsächlich besser als der bei Burger King. Also immer noch trocken, Bann außen trocken, immer noch keine Liebe, immer noch kein guter Burger. Bisschen mehr Soße, Zusammenspiel mit den Zwiebeln, dem Käse, dem Senf, Ketchup. So knapp über 5, 5,2. Ist in Ordnung. Kann man sich rein geschmacklich nebenbei geben, wenn echt gar nichts geht. Irgendwo auf die Schnelle kriegt man ganz schnell einen Burger. Einmal kurz so ein paar Pommes snacken, dann geht's rüber zu Burger King. Diesen ganz typischen Fastfood-Charakter, irgendwie diesen fritösen Fettcharakter. Salz vergessen schon mal. Aber trotzdem, selbst ohne Salz, die kriegen so von mir 5 von 10 Punkten. Ey, Pommes sind in Ordnung. Zum Burger King Cheeseburger gibt es von mir 4 Punkte. Also ich finde, kann man essen so. Aber es ist kein geiler Burger, Mann. Den habe ich mir noch schlechter vorgestellt. Aber 4 Punkte, finde ich, geht klar. Kann verstehen, dass man den isst und kurz wegsnackt. Weil du weißt, was du kriegst und du wirst dementsprechend nicht enttäuscht. Aber wenn du nur geile Burger gewohnt bist, ist das nichts. So, noch mal schnell ein paar Pommes hier. Nicht 100% perfekt durch, würde ich sagen. Die werden jetzt nicht sagen roh von innen, aber können ein bisschen knuspriger sein. Kennen die Dinger aus dem Ofen, wenn man sie irgendwie nicht lang genug durch. Tappe ich. Also da muss ich wieder mit den Kommazahlen kommen. Ich würde eine 3,8 geben. Ist irgendwie noch tragbar. Kein Komplettausfall, ich würde sie essen. Nur wir kommen zur Runde Nummer 2. Big King. Bei McDonald's wird es denn der Big Mac sein. Der sieht mir tatsächlich mehr nach Liebe aus als eben der Cheeseburger. Irgendwie noch mit den Zwiebeln und so Gurke in der Mitte. Kann man machen. Snacken wir rein. Schöne Soße da drauf. Besseres Verhältnis, frische Zwiebel. Ist schon geiler als der Cheeseburger. Viel geiler. Immer noch natürlich. Das lieblose Patty. Trocken. Aber das ist deutlich schon mal geiler als der andere. Ich eigentlich nicht, aber die Zuschauer haben mich gezwungen. Gucken wir mal, wie der Big Mac ist. Ahmed, zeig uns noch mal ein paar Bilder, bitte.
Sieht alles aus wie ein trockener Lappen, Leute. Also erstmal, ich habe echt nicht wenig gesnackt als hier. Kein Füllegefühl, gar nichts. Leichte Süße bei dem Burger auch durch das Bun. Einfach nur trocken, Mann. Einfach nur trocken. Ich weiß nicht, was hier jetzt abgeht bei dem. Also jetzt wirklich, da war der bei Burger King wirklich besser. Kriegt ihr gleich die Bewertung, der von mir 2,5. Einfach nur trocken. Haben wir vielleicht was vergessen, ist so, aber dann stellt euch vernünftige Leute ein. Bei Burger King besser, jetzt die Bewertung von Burger King. Ich will jetzt die Bewertung von eben nicht über den Haufen werfen. Eigentlich war es eine 4,5. Der war schon ein kleines Stück besser als der Cheeseburger. Nehmen wir diesen Beigeschmack mal ein bisschen raus. Kann ein schlechter Moment gewesen sein. 4,5 Punkte für mich. Für Big King, trotzdem immer noch trocken, lieblos. Aber man kann das machen, Leute. Man kann das machen. Diese Mayo-Touch am Anfang, oder was das für eine Soße war, der war nice. Ich glaube, wenn da ein Macher am Burger ist und den perfekt macht, dann wäre das vielleicht noch mal ein bisschen besser. Dann gehen wir zum Long Chicken. Ach, man sagt gerade nochmal Lifehack, irgendeine Zutat weglassen mit Käse, ohne Käse, wie auch immer, dann machen die den frisch. Aber ich denke, den kennen die meisten. Ahmed sagte, den persönlich isst er zum Beispiel sehr gerne, wenn er richtig frisch ist. Also generell, ich merke bei allen Burgern, klar, der Skandal war gerade. Man sieht dann immer viel, oh, komplett trockenes Brot, hier Salat, alles alt. Wenn ich jetzt nicht reindenke, wie das geschmeckt hat, hat für mich zumindest nichts alt geschmeckt. Oder irgendwie so, klar, Brot ist trocken, hier auch wieder trocken. Weiß nicht, was da los ist. Jetzt nicht irgendwie Salat alt, Fleisch irgendwie dreimal aufgewärmt. Da muss ich sagen, habe ich nichts gespürt. Das ist so ein Zwiespalt, Leute. Ich fühle, dass man hier essen geht und öfter mal schnell geht. Und irgendwie machen die es, dass der Burger bockt, obwohl man weiß, er ist scheiße. Wisst ihr, wie ich meine? Der Burger ist auch nichts, Leute. Ihr müsst zumindest bei McChicken Classic bei McDonald's das einmal gucken, wie der da schmeckt. Sehen wir uns drüben. Zum McChicken bei McDonald's. Also ist mir aufgefallen hier. Ist auch mit aufgefallen. Aber oben und unten ist bei Burger King Soße, hier ist nur oben Soße drauf. Früher mein absoluter Lieblingsburger bei McDonald's. Gucken wir mal, Bismillah und rein damit. Irgendwie leicht erdig gerade im Geschmack, frag mich nicht warum. Ein bisschen Erde am Salat gewesen, weiß ich nicht. Es ist immer noch trocken. Ich weiß nicht, was ich früher an diesen Burgern hatte. Ob man nach ein, zwei Mal angefixt ist und süchtig. Aber es ist alles trocken. Die Buns sind trocken. Das ist keine Liebe, aber nichtsdestotrotz schmeckt er ein bisschen. Einmal ganz kurz nochmal in mein Mikro. Was hast du eben gesagt, als du den McChicken probiert hast? Der war wirklich erdig. Er sind noch Sandbein. Da war irgendwie an dem Salat noch Herde dran. So ein Scheiß, ich weiß es nicht. Unabhängig von irgendwelchen Vorsätzen, die ich mache, die würde ich nicht wieder essen, weil es einfach, wenn du gutes Essen magst, ist das nichts. Das ist wirklich, wenn du faul bist, einfach auf die Stelle. Ich verstehe das, jeden, ich will keinen von euch zu nahe treten. Kann mich da hineinversetzen, dass man das holt. Das ist sind keine guten Burger, Leute. Ich habe die besten Burger Deutschlands gegessen. Klar, kannst du das nicht vergleichen, Fastfood und so. Safe, kein Vergleich, aber auch so. Ich würde den hier 0,1 mehr geben als dem von Burger King. Ich glaube, ich hatte dem 5, dann würde ich dem 5,1 geben. So in dem Dreh, aber es ist nichts. Und wieder am Start hier bei Burger King. Ich bin so weit, mich aus dem Fenster zu lehnen, dass ich dem 5 von 10 Punkten gebe. Aber wenn man mal die harten Fakten anguckt, alleine die Trockenheit von allen Produkten sorgt dafür, dass ich nicht über die 5 Punkte rübergehen kann. Mehr auch nicht und werde es morgen gesamt Statement zu den ganzen drüben bei McDonald's geben. Zum Abschlussresümee, Leute. Ich hatte das Gefühl, es ist bei mehreren Produkten vieles falsch gelaufen, dass ich unter Umständen, wenn er richtig belegt worden wäre, einen Burger habe ich mir zum Beispiel mit Ahmed geteilt, danach zeigte mir den Burger, war bei seiner Seite die ganzen Soßen, bei meiner keine. Ich glaube, es ist sehr abhängig, wer ihn den Burger macht. Jetzt im Großen und Ganzen, finde ich, tun sich die nichts. Das ist einfach reine Geschmackssache. Hier bei diesen Dings kann man nicht sagen, das ist besser, das ist schlechter. Ich könnte in diesem Video sagen, wer die Burger ein bisschen besser umgesetzt haben, da würde ich sagen, McDonald's dieses Mal. Weil die etwas besser mit, wenn man von Liebe sprechen kann, mit etwas Liebe gemacht worden sind. Deshalb für mich bei diesem Test McDonald's klein bisschen vorne. Und zu diesem Skandal kann ich auch nichts sagen. Für mich hat alles geschmeckt wie damals. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mich wissen mit einem Daumen oben, Abo und ein Kommentar. Gutschein geht raus an den Gewinner. Bis zum nächsten Mal.